What happened with school hier? Aber egal. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und der School hat ja eigentlich eine Armee, die fertig ist. Kann man was mitmachen, würde ich mal so sagen. Macht aber leider nichts, aber ich könnte mir das Layout mal tatsächlich kopieren. Ich habe nämlich, ich könnte auch mal eine neue Homebase gebrauchen. Aber nee, lieber doch nicht. Ich habe ja so tolle Bases, aber wir haben jetzt in der Halbzeit, so ist ja der Titel des Videos, in der Halbzeit hier doch noch ein bisschen was gerissen. 36, 24 und immerhin 14 von 15 Angriffen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil... Er ist raus. Okay, wir haben das, wir haben ja jemanden entlassen hier, der auch sich vor 14 Stunden beschwert hat, dass man hier einfach so rausgeschmissen wird, nachdem man 3 Tage sich gar nicht gemeldet hat oder 4 oder 5 oder 8. Haben jetzt nur einen Angriff. Das ist für uns ist das guter Schnitt. Ja, also nur einen Angriff nicht gemacht. Schade ist es trotzdem, aber ich denke mal, 8 3-Sterner, das ist nicht übel und es hätten auch 9 sein können, ärgerlicherweise, denn Seelenarzt 92, Thorsten 98%. Woran hat es gelegen? Jo, gucken wir einfach mal ein bisschen rein hier in die Angriffe. Am Wochenende habe ich leider nichts für euch festgehalten. Ich hatte echt keine Zeit, um etwas hier für euch überhaupt festzuhalten, denn ich habe das ganze Wochenende gearbeitet. Emergency und so, ihr wisst das schon, Eskalationsstufe 1 oder ganz, ganz hoch, keine Ahnung. Und da bin ich wirklich mal zu nichts gekommen, weil ich von Samstagmorgen 9 bis Samstagabend 9, glaube ich, vor meinem Rechner gesessen habe zum Arbeiten und bin dann irgendwann so gegen 11 ins Bett gefallen. Und das Ganze ging dann am Sonntagmorgen um 7 Uhr fröhlich weiter, bis dann Sonntagabend irgendwann 20, 21 Uhr. Und heute haben wir Montag, jetzt nehme ich mir die paar Minuten, um das Video hier zu machen. Also wir haben Halbzeit und ich hoffe, ihr konntet auch schon ein gutes Halbzeit-Fazit abgeben für eure Clans. Mein Fazit ist hier, wir halten uns hier wacker. Ich glaube, der letzte Sieg hat uns dann wieder ein bisschen nach oben gebracht. Das heißt, wir sind minimal, glaube ich, jetzt 6. Bei dem anderen Clan sieht das etwas anders aus. Dort haben wir jetzt den ersten Clankrieg verloren gegen den ersten, sind aber relativ klarer 2. Aber ich denke mal, das wird schon mal morgen dann erst wieder rein. Denn der hier ist ja jetzt eben erst ausgelaufen. Und wir haben jetzt 11.16 Uhr. Also ihr seht, dass ich meine Folgen hier auch immer recht zeitnah mache. Und also alles, ich sag mal, so frisch gedreht und noch warm. Und sehr ärgerlich. Ich meine, ich hätte hier auch fast All-In den Hybrid gespielt. Aber tatsächlich bleiben in der Mitte der Scattershot und der Tesla irgendwo stehen. Weil ich irgendwo überhaupt keinen Plan B mehr hatte. Eigentlich hätte ich den Royal Champion noch gehabt. Nur der oder die meint, müsste sich mehr um Skelette kümmern als um alles andere. Was natürlich sehr, sehr schade ist. So, jetzt habe ich fertig geschnupft. Oh. Nein, ich habe es nicht und meine Familie ist mittlerweile auch wieder komplett, noch nicht ganz komplett aus der Quarantäne. Ich glaube, einer muss noch getestet werden, aber mich hat es immer noch nicht erwischt, Leute. Ich hoffe, es erwischt mich auch nicht weiterhin. Ich habe mich allerdings auch nicht mehr testen lassen, bin ich ganz ehrlich, aber... mit Symptomen hätte ich mich sicherlich testen lassen. Ich sag mal so unnatürliche Kopfschmerzen oder was auch immer. Aber ohne habe ich das denn doch nicht gemacht. Schade hier. Guter Angriff, Toto. Hast du gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich wollte erst noch mal ein Video gucken, wie man diese Boxbases hier macht. Aber irgendwie konnte ich mich dann daran erinnern, dass man da was macht. Dennoch weiß ich gar nicht, woran das gelegen hat, dass wir hier diesen Krieg hier so gut gespielt haben. Analysiert ihr das? Waren dann die Bases so schwach oder waren wir jetzt letztendlich so stark? Ich meine, in der Clanburg haben die alle was gehabt. So ist es ja nicht. Und war jetzt kein Kampf ohne Clanburg. Und
Beim kleinen Herausforderer gab es nämlich einen Clan, der hatte keine Clanburg. Dann kann es natürlich ganz anders und einfacher planen. Aber manchmal weiß man dann nicht, warum ruht man und warum ruht man dann den nächsten Tag nicht mehr so. Weil, wie gesagt, sind die Bases schwerer, ist das hier ein altes Design oder aber hat man einfach nur Luck. Ich weiß, ich muss mal gerade gucken, was hier jetzt aus der Clanburg kommt. Genau. Ah, okay. Ich meine, die Clanburg ist ja jetzt nicht schlecht mit einem Eisgolem, einem Drachen und zwei Ballons. Das ist ja jetzt nicht übel. Vor allen Dingen so ein Ballon, der kann ziemlich nervig werden. Aber jetzt ist er auch weg vom Gift. Queen ist ja auch noch dahinter. Ist das seine Queen? Ja. Ist seine Queen. Jetzt kommen seine Bats hier mit ins Spiel. Er hat auch noch einen Frostzauber, einen Wutzauber. Wutzauber und ich verpeile das da gerne. Ah, das war es da aber für die Fledermäuschen hier. In der Tornado-Falle sind sie nämlich alle jetzt gerade draufgegangen. Und hier unten ist aber noch mit dem Wut, mit einem zündbaren King. Er ist der King, muss man ganz klar sagen. Er ist der King. Und dem Royal Champion hier auch noch nicht gezündet. Also er kann beides noch zünden, hat noch einen Fries. Ne, zwei Fries. Hat noch einen Babydrachen, also noch ein bisschen für Cleanup, kann er hinten aber noch nicht setzen, weil da hinten noch die Luftabwehr ballert, hat aber auch nichts mehr offen hier und mal sehen, ob er die Truppen überhaupt braucht, denn gerade den Drachen, den hätte man ja jetzt mitfliegen lassen können. Ich meine, klar, irgendwann kommt die Luftabwehr dann, aber der Drachen hätte jetzt noch ein bisschen mitgeholfen, denn er hat keine anderen Flugtruppen am Start und hätte so natürlich ein bisschen was machen können oder vielleicht hier unten an der Clanburg, aber die ist jetzt auch weg. Okay. Aber jetzt. Nein, er nimmt ihn nicht. Oh, er spart auf, okay. Obwohl er noch der Bombenturm ist, aber ich meine, ihr seht das selber. Das ist jetzt, ja, der macht jetzt nicht mehr genug Schaden, vor allen Dingen, weil das Pony hier hinten noch alle heilt. Aha, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich zeige euch einfach ein paar Angriffe jetzt aus unserem aktuellen Clankrieg hier. Von, warte mal, Avatar war das? Oh, Avatar 100%. Alter Ruder, der Avatar. Ein Dip hier. Nein, kein Dip. 13 auf 13 sehe ich gerade, okay. 13 auf 13, das lasse ich mal so im Raum stehen. Vom Baba Hüs, vom Hüsien auf den Ala. Und das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber ihr seht das ja selber, so ein bisschen so ausbaumäßig ist das eine 10, aber jetzt hätte ich mal fast gesagt, wenn überhaupt. Ja doch, ein bisschen 10er Def ist dabei, ein bisschen 11er Def, hat Scattershots raus. Naja, was will man machen? Wie war euer Wochenende so? Ich hoffe, ihr hattet cooles Wetter. Ich weiß gar nicht, ich hätte fast gesagt, ich weiß gar nicht, wie das Wetter hier eigentlich war. Aber ich glaube, es war ganz schön frisch. Und deswegen, ich hoffe, dass ich diese Woche etwas mehr A, Bewegung und B, mehr frische Luft bekomme. Denn was jetzt die letzten beiden Tage hier war, aber ihr wisst selber, wenn das irgendwo auf der Arbeit eskaliert und du bist da hart mit im Boot, dann geht da natürlich nichts. Zur Erklärung, warum ich dann so hart vor meinem Rechner auch sitzen muss. Man könnte ja auch mal weggehen und aufstehen. Es wird über meinem Rechner gearbeitet. Ja, also ich stelle meinen Rechner quasi zur Verfügung mit meinen Rechten anderen, die da dann via Support drüber arbeiten. Das nur mal so als Hintergrundinformation. Deswegen ist man dann auch dauerhaft eigentlich dort gebunden. Okay, was haben wir hier unten? Sanchez. Sanchez auf 12. 12 auf 12. Hat man als 12er echt schon die Hexen auf Max Level? Okay. Ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Oder ist das 13? Nee, ist schon 13. 62er. 62er Queen und auch schon 39er Warden. Okay, das ist doch 13 schon, der Sanchez hier, ne? Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist es ein Dip. Ist ja nicht so schlimm. Denn es ging ja eigentlich um die Halbzeit und um das Fazit. Aber ich glaube, ist ganz gut. Ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge und bin was zumindest Clash of Clans angeht, im Moment ganz zufrieden. Kann ich nicht meckern. Bis auf, dass wir natürlich Memberschwund haben. Ich glaube, wir sind noch nicht mal mehr zweistellig sind wir natürlich, aber ich glaube, wir haben im Moment nur 19 Leute. Und aber dennoch
meine, wenn du schon so wenig hast und 15 sind davon hier in der CWL, dann ist das auch eine eingeschworene Truppe, ne? Muss man ja ganz klar so sagen, ne? Braucht man ja gar nicht mehr, ne? Braucht man gar nicht mehr. Doch, natürlich, wir suchen weiterhin also hier im Clan Herausforderer. Unten in der Beschreibung gibt's auch die IDs. Wenn ihr also einen total aktiven Clan sucht, und immer Spaß am Discord habt, am Chatten, am Voicen, dann kommt hier ruhig rein. Und ich hätte fast gesagt, hier werdet ihr dann auch nicht glücklich, sondern das ist ein ganz normaler Clan hier, ihr wisst das. Alles Casual Gamer und arbeitendes oder lernendes Volk. Und deswegen darf man hier nicht erwarten, dass hier selbst im Peak abends mehr als zwei, drei Leute da sind. Ich habe hier schon mal fünf gesehen, aber hätte ich mal festhalten sollen im Screenshot, dass hier mal fünf online waren auf einmal. Ja. Man kann ja immer noch nicht sehen, wer online ist, glaube ich, oder? Nur anhand der Angriffe dann. Ich glaube, da bei denen, die haben den Status vor kurzem gesehen oder sowas, weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, online siehst du ja nach wie vor keinen Status. Wir haben ja jetzt, jetzt sieht man sowieso nicht. Das ist jetzt ausgeblendet. Okay. Sehr schön hier. Ich drehe mal wieder voll am Stück ab. Und dann brauche ich hier nicht schneiden. Dann habe ich einen Pfeil. Das macht es mir dann auch mal ein bisschen einfacher. Ich meine, meine Schneidekünste sind jetzt nicht die Schneidekünste von anderen, aber dadurch, dass ich ja nach wie vor alles selber mache, also vom Spielen über die Aufnahme zum Schneiden, zum Thumbnail, zum Hochladen, zum Beschreiben dessen, ist das, glaube ich, immer noch qualitativ, kann man das gebrauchen, so will ich das mal sagen. Ja, leider eine Base ausgelassen, was jetzt aber, der kriege ich so in der. Vielleicht war es auch gut, dass wir die ausgelassen haben, weiß ich gar nicht. Aber eins von 19 hier und wirklich, wirklich ärgerlich. Aber Warden Air mitschicken. Der hat jetzt nur... Ah, bei welchem Angriff war das, ey? Mann, da muss ich jetzt mal eben gucken, bei welchem Angriff das war. Kriegsereignisse, welcher Angriff war das? Da muss ich jetzt wirklich mal schauen, welcher Angriff das war. Ich weiß es wirklich nicht mehr, welcher das war. Nee, der war es nicht. Boah, Barbaren. Warte, den gucken wir doch. Den gucken wir doch. Space Monkey? Nee, das war er hier unten, ne? Den gucken wir doch, würde ich sagen. Okay. Super Barbaren. 37 Stück. Mhm. Dein Ernst? Okay, Kancho Crank. Ich muss gestehen, ich kenne den Kollegen gar nicht. Aber Rathaus Level 14, so wie wir das sehen, mit einem Pet. Alle anderen Pets leveln hoffentlich. Aber das ist ja echt schon sportlich. Das habe ich noch nicht gesehen. Diese Truppenkombination. Vielleicht könnt ihr mir unten in die Beschreibung einmal reinschreiben, ob diese Angriffsstrategie hier einen ganz besonderen Namen hat. Es kann ja mal sein, dass irgendeiner... Weil diese Angriffsstrategien, die man ja hier entwickelt, die haben ja immer Namen. Und irgendeiner, der dann was Neues macht, der gibt dem Kind einen Namen und dann ist das so. Ja, dann heißt das Go-Viva-Bova oder Go-Ho-Viva und so weiter. Und aber diese Angriffsstrategie muss ja auch irgendeinen Namen haben oder ich habe irgendwas verpasst. Vor allen Dingen, wenn man jetzt die anderen Kämpfe mal gesehen hat, dann weiß man eigentlich, dass der Gegner mindestens ein bisschen Luft in der Clanburg hat, also so ein bisschen, wenn man so ein, zwei Angriffe sich mal anschaut und guckt, was hat denn der Gegner eigentlich in der Clanburg? Die hatten da immer irgendwas mit Luft drin. Ob es dann so sinnvoll ist, mit 37 Barbaren hier zu kontern? Schwierig. Ich denke mal, das hat er sich dann auch irgendwann mal gedacht, aber cool, das mal zu zeigen. Ich habe das wirklich noch nicht gesehen. Sehr, sehr krank. Okay, aber wer war der andere Pilot, wo ich geschrieben habe, bitte den Warden etwas eher raus. Ich glaube, es war der Easy Living. Denn da hat der Warden überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Der Easy Living greift hier mit den Super Minions an. Und also mit den Super Lakaien. Die sind auch
auch gut. Ist, glaube ich, auch eine gute Truppe. Nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive. Aber auch diese Angriffsstrategie hier, dem Kind kann ich jetzt noch keinen Namen geben. Ja, und vor allen Dingen, ich hatte geschrieben, dass er bitte den Worden doch ein bisschen eher mitnehmen soll mit seinen Truppen. Denn den zieht er ganz, ganz spät. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, da nur noch ein oder zwei Drachen drin zu haben in der Aura. Und deine ganzen anderen Drachen sind alle schon weg. Wenn du nicht den Worden da rundherum hast, der deinen Truppen ja auch mehr Trefferpunkte gibt. Ja, das ist ja nicht nur so, dass der die für eine kurze Zeit unverwundbar macht. Nein, alle Truppen, die in der Aura sind, haben mehr Trefferpunkte. Ja, das sieht man jetzt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das auch doch, ich glaube, errechnen kann man das. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob man das genauso jetzt sagen kann. Hier auch zwei Drachen in der Clanburg. Die können auch nervig sein, die haben nämlich ganz schön viel Trefferpunkte, aber ihr seht das hier, er zieht hier Truppe nach Truppe und kommt dem Rathaus immer näher und haut da jetzt die Masse der Drachen raus. Ich meine, da gehört der Worden mit rein. Sind wir ganz ehrlich, den hat er immer noch nicht draußen, den Worden. Und Queen hat er jetzt mit draußen, jetzt setzt er noch die Superminions mit dazu. Da gehört der Worden mit rein, dass man die Drachen einmal unverwundbar macht, denn er verliert hier einen nach dem anderen. Da kann er sich jetzt nicht gegen wehren, er schafft das Rathaus, ja, so ist es ja nicht, aber jetzt hier den, guck, schaut mal, jetzt die Aura von dem Worden, da sind wirklich nur zwei Drachen drin und und die kriegen jetzt noch nicht mal mehr Beschuss, ja. Okay, sie werden jetzt gerade wieder anvisiert vom Adler, aber trotzdem. Viel zu spät gesetzt. Also Leute, wartet nicht erst, bis euch die Truppen irgendwo auf der Hälfte verrecken und setzt dann den Worden, sondern ich bin der Meinung, der Worden gehört dahin, wo die Masse ist. Und das waren jetzt in dem Fall die Drachen. Er hätte den Worden die ganze Zeit mitfliegen lassen. Ist das überhaupt ein Luftworden? Das ist noch nicht mal ein Luftworden, ist ein Zu-Fuß-Worden. Okay. Ist doch noch ein Zu-Fuß-Worden, alles klar. Mei. Was für Angriffe hier, aber sie sind für seinen Zweck sicherlich effektiv. Zwei Sterne geholt, safe. Also am Ende, sagen wir mal so, am Ende ist es dann unterm Strich in Ordnung. Ja. Zwar ein kleiner Krampf, aber also für mich sieht das so aus, als wenn das ein Krampf ist. Ich könnte so nicht angreifen, bin ich ganz ehrlich. Das ist so, schon von meiner Natur her könnte ich nicht so angreifen. Keine Ahnung. Könnt ihr so angreifen auch? So? Ist vielleicht auch schon eine kleine Kunst, so anzugreifen. Okay, wir sind 36-24. Mal gucken, wo wir stehen. Wir sind Sechster mit 121 Punkten, 107. Der vorletzte 72, der Abgeschlagene. Gegen wen spielen wir jetzt im Moment aktuell? Müssen wir mal gerade kurzer Reinstecher hier. Und das ist Pronix. Ah, das ist der letzte. Perfekt. Da nehme ich mal an, dass die gar nicht alle angreifen, so mit 72 Sternchen hier. Und das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich schaue mir mal eben die Bases an, die ich mit dem Avatar machen muss. Also ein Dreier Rathaus hier. Ist das ein Dreier, ne? Dreier Rathaus. Ja, Toto ist ein Dreier. Und aber der hier ist natürlich abgedatet. Der Rest ist also 11, 12, 13, 14. 14 noch nicht, aber so zwischen 11 und 12. Okay, das können wir machen. Also ich checke immer nur erstmal so den Gegenüber. Einen lassen wir ja wahrscheinlich aus. Sage ich jetzt mal so. Vermutlich durch einen ausgelassenen Angriff. Also ich will da nicht rüber scherzen. Ne? Aber ich scherze da doch irgendwo so ein bisschen immer rüber. Und auch die Base ist machbar. Ich würde sagen, die Base ist machbar. Single, was sind die hier? 2, okay. Ja. Ja. Und 1. Okay. Jo. 3 Sterne für mich. Na, ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Das wäre ja jetzt meine Ansage, ne? Okay, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe, das hat euch gefallen. Hier aus der, Halbzeit kann man jetzt gar nicht sagen, sind schon ein kleines bisschen drüber, aber tun wir mal so, als wenn wir am Wochenende gewesen wären. Das streiche ich sowieso aus meinem Kalender raus. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir jetzt am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bitte am Kanal dranbleiben, wenn ihr noch mehr
schöne Videos von mir sehen wollt. Bis dahin, ich bedanke mich und wünsche euch natürlich einen super, super Wochenstart. Euer Toto. Tschüss.